das so üblich ist hier heute Morgen, wollen wir zum Klimaschutz diskutieren. Ist ja momentan in aller Munde. In Paris kämpften die Weltgemeinschaft darum, das 2-Grad-Ziel vielleicht doch noch zu erreichen bis zum Jahr 2100. Das ist die letzte Chance nach Expertenmeinung, dass man sich dort in Paris einigt. Wir, der Bundestag hier, diskutiert heute über nationale Maßnahmen. Und dazu habe ich mir wie immer zwei kompetente Gäste eingeladen. Ich begrüße ganz herzlich Bärbel Höhn, die Vorsitzende des Ausschusses Umwelt. Ich muss mal nachgucken. Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, kein einfacher Titel. Und Matthias Miersch, da ist es einfacher, der umweltpolitische Sprecher der SPD. Es geht heute auch um den Aktionsplan 2015. Und das Ziel, was sich die Bundesregierung genommen hat, das 40%-Ziel CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2020, das wird man nicht mehr erreichen, wenn man jetzt nicht korrigiert. Da geht es darum, man würde, wenn man so weitermacht, nur 33% erreichen. Deswegen bedarf es dringender Korrektur, unter anderem der Einsparung von 62 bis 78 Millionen Tonnen. Erstens, warum ist das so eine weite Spreizung? Und zweitens, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, wir haben in der Vergangenheit erlebt ein schwarz-gelbes Chaos in der Energiepolitik. Und immer wurden Ziele gesetzt, aber nie wurden sie überprüft und die Erreichung überprüft. Und das erste Mal hat jetzt die deutsche Bundesregierung gesagt, wir wollen bis 2020 mindestens 40% einsparen. Und sie haben ein umfangreiches Programm aufgelegt, wo wir jetzt auch als Parlamentarier sehen, geht es oder geht es nicht? Und wir streiten heute beispielsweise über den ersten Bericht zur Erreichung dieser Ziele. Und da werden wir sicherlich auch im Bundestag kräftig streiten, weil meine Kollegin Bärbel Höhn sicherlich behaupten wird, die Ziele sind so nicht zu erreichen. Ich sage, sie sind zu erreichen. Aber wir müssen jedes Jahr jetzt neu prüfen. Das ist der Mehrwert dieses Klimaschutzplans der deutschen Bundesregierung. Es gibt auch eine Expertenkommission, die eingesetzt wurde. Und auch die sagt, nicht nur Bärbel Höhn, die Ziele sind nicht zu erreichen, Frau Höhn. Und wenn man mal die Zahlen liest bei der Emissionsminderung müsste man 28 Tonnen pro Jahr mindern. Momentan mindern wir um 9 Tonnen. Dann ist das schon ein sehr ehrgeiziges Ziel, das noch zu schaffen. In der Tat. Wir haben letztes Jahr, als die Ministerin ihr Aktionsprogramm vorgestellt hat, haben wir gesagt, das reicht nicht. Wir müssen viel ambitionierter sein. Wir müssen dreimal so ambitioniert sein wie in den letzten Jahren. Und da sind wir, also das ist auf totale Empörung gestoßen. Wir sollten endlich aus unserer Schmollecke da raus. Tatsächlich sagen jetzt die Experten genau dasselbe, genau mit denselben Zahlen. Man muss es sich ja nur durchrechnen. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir jetzt in diesem Jahr, was jetzt vergangen ist, 2015, eigentlich ein verlorenes Jahr haben. Und zwar deshalb, weil die Energiewirtschaft zum Beispiel ihren Beitrag überhaupt nicht gebracht hat. Gabriel hat ja versprochen, 22 Millionen Tonnen zu reduzieren. Das wäre viel zu wenig gewesen, weil insgesamt müssten wir ja 200 Millionen Tonnen reduzieren. Und alleine von diesen 22 Millionen Tonnen, da ist das ja schon in die Tonne gehauen, wenn man so will. Er hat erstmal eine Abgabe auf Braunkohlenkraftwerke vorgeschlagen. Dann kam die EGBCE und die Kollegen von der CDU. Und dann hat er ganz schnell einen Rückzieher gemacht. Und jetzt gibt es eine Subvention für die Stilllegung von Braunkohlenkraftwerken. Und diese 22 Millionen Tonnen werden trotzdem nicht erreicht, aber dafür zahlt man noch 1,7 Milliarden. Und das ist wirklich verrückt. Also, dass wir jetzt noch subventionieren, die Klimakiller, anstatt das Geld in erneuerbare Energien zu stecken, werden die ausgebremst. Das ist das Gegenteil von Klimaschutz, was hier passiert. Nun ist es mit den erneuerbaren Energien ja so, dass wenn mal kein Wind weht oder keine Sonne scheint, braucht man sicherlich Dinge, die man vorhält. Herr Gabel ist in der Tat jetzt den Weg mit den Braunkohlekraftwerken gegangen. Sehr überraschend, denn gerade da wollen wir ja abbauen. Gaskraftwerke wären natürlich noch teurer gewesen, aber hätte sich das nicht gelohnt? Naja, also einmal korrigierend. Das, was Bärbel Höhn eben gesagt hat, über die Frage, finanziert man Kraftwerksbetreiber dafür, dass sie Reserven vorhalten, darüber kann man streiten. Aber das, was erreicht worden ist in den Beschlüssen, ist, dass die CO2-Minimierung von den Kraftwerksbetreibern auch zu leisten ist. Und noch im letzten Jahr wurde vorgeworfen, es wird keine Abschaltung geben etc. Das werden wir jetzt in den nächsten Jahren erleben. Allerdings ist richtig, wir werden es immer wieder kontrollieren müssen. Und das, was wir beispielsweise im Bereich des Klimaschutzes ja immer haben, die weiten Zahlen, haben wir ein schwaches Wirtschaftsjahr, sind die CO2-Werte schon völlig anders. Haben wir andere Klimabedingungen in einem Jahr, einen kalten Winter beispielsweise, hat das auch schon Auswirkungen. Das, was wichtig ist und das, was jetzt begonnen ist, ist die kontinuierliche Überprüfung der Ziele. Und da haben die Kraftwerksbetreiber auch ihre Verpflichtungen, gerade im Kohlebereich einzulösen. Die andere Geschichte, Gaskraftwerk, ja, es ist richtig. Deswegen dürfen wir keine Fehlanreize geben. Auch das ist weiter in der Diskussion. Aber was mich als Verbraucher ärgert, die Industrie zahlt jetzt nicht dafür, für die vorgehaltene Energie, sondern ich als Endverbraucher.
Exakt. Wir subventionieren praktisch die Braunkohle. Das ist total verrückt. Und das, was damit erbracht wird, sind ja gar nicht die 22 Millionen Tonnen, das sind 12 Millionen Tonnen. Und dafür zahlen wir noch ganz, ganz viel Geld. Also das heißt, die Experten haben ja ihre Zahlen, die sie auch eben vorgetragen haben. Man muss also dreimal so ehrgeizig sein. Die haben sie ja schon bereinigt um diese ganzen Effekte, Wirtschaftswachstum und warme Winter und so weiter. Sondern das ist wirklich das, was wir erreichen müssen. Und das haben wir ja jetzt 2015 auch lange nicht erreicht. Das wird ja nicht erreicht. Also das ist der eine Bereich. Energie. Und der zweite Bereich ist Verkehr. So, und wenn wir uns angucken, das ist ja jetzt durch die VW-Krise richtig deutlich geworden, dass der Spritverbrauch zwischen Papierlage, was steht auf dem Papier, was ist in der Praxis, geht immer weiter auseinander. Interessanterweise ist dieses Auseinanderspreizen besonders stark, seitdem Angela Merkel, nachdem sie mal einmal Klimaqueen war, ist sie dann ja direkt nach Brüssel gerannt und hat gesagt, wir brauchen nicht so harte Grenzwerte für unsere großen Spritschlucker. So, und das haben die als ein Zeichen gesehen, jetzt können wir richtig mogeln. Und damals waren diese Werte Papier und Praxis 8% auseinander, jetzt sind sie 40% auseinander. Das heißt, wenn man der Industrie sagt, ihr braucht euch eigentlich an Grenzwerte nicht zu halten, dann tun die das auch nicht. Und ein Teil des Problems, was wir jetzt mit VW haben, haben wir natürlich auch mit diesem Laissez-faire, dieser Kumpanei zwischen Politik und Automobilwirtschaft, wo die Automobilwirtschaft sagt, naja, das ist eben in Deutschland so, Grenzwerte müssen nicht eingehalten werden. Es ist in der Tat so, dass alle Bereiche zur Einsparung ganz gut beitragen, sagen die Experten. Wer überhaupt nicht dazu beiträgt, ist der Verkehr. Seit 2005 ist sogar der Ausstoß noch um 1,6% gestiegen. Wie kommt das? Was ist da versäumt worden? Ja, ich glaube, da ist wirklich vieles im Argen. Das wird auch eine große Debatte noch in der Bundesregierung sein müssen, denn jetzt geht es ja um das Nächste, nämlich den Klimaschutzplan 2050. Wie schaffen wir den Ausstieg auch aus der Kohlekraft? Und da geht es auch um den Verkehrssektor, um alle Sektoren. Landwirtschaft ist auch ein Bereich. Und hier müssen, glaube ich, die Ministerien sich kräftig anstrengen. Das wird die Aufgabe der nächsten Monate dieser Bundesregierung sein. Und wir werden das als Parlamentarier sehr aufmerksam verfolgen. Ich will allerdings noch, weil Bärbel Höhn jetzt natürlich als Opposition muss sie das auch kritisieren, aber wir werden jetzt morgen nach Paris fahren. Und da bin ich mir ganz sicher, werden wir Deutsche wieder für unsere Klimaschutzpolitik wirklich gelobt werden. Wir sehen, dass wir Vorreiter weiter sind in Europa, aber auch weltweit mit vielen anderen zum Glück. Viele gehen mit jetzt mittlerweile und deswegen glaube ich, sind wir in Deutschland gut, aber wir müssen noch besser werden, keine Frage. Nur ich finde, man kann die deutsche Klimaschutzpolitik jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht in Bausch und Bogen verdammen. Aber alles hängt ja so ein bisschen mit allem zusammen. Wenn die Bundeskanzlerin sich in Paris hinstellt bei ihrer Rede und sagt, also wir müssen dieses 2-Grad-Ziel erreichen, deswegen müssen wir raus aus der Kohle. Und gleichzeitig verabschieden wir heute hier ein Kraft-Wärme-Kopplungsprogramm, wo eben alte Anlagen, eben auch Kohleanlagen weiter subventioniert sind. Dann sieht man, da passt ja vieles nicht zusammen. Exakt. Auf internationaler Bühne, da hört sich das alles super an. Also international wird gelächelt, national wird geschwächelt. Das heißt, man macht immer einen Knicks vor der Kohle. Sobald die IGBCE auch nur eine Demonstration androht, ja, da ist der Klimaschutz vergessen. Und das geht einfach nicht. Und das merken mittlerweile ja auch die internationalen Partner. Das heißt, in den letzten Jahren sind wir zunehmend auf unsere Kohlepolitik in Deutschland angesprochen worden. Denn das ist ja nun auch nicht so doll, was wir in Deutschland haben. Wir liegen mit unserem CO2-Ausstoß pro Kopf über dem EU-Durchschnitt. Das muss man ja auch mal sagen. Also das heißt, ein wesentlicher Teil, warum das so ist, ist eben die Kohlepolitik, weil wir so einen großen Anteil des Stromes noch mit Kohle machen. Und da müssen wir raus. Wir haben genug Strom. Wir exportieren so viel wie noch nie. Wir haben immer mehr Erneuerbare. Wir könnten die richtig pushen. Und wir müssen einfach die ganz alten Methusalem-Braunkohlekraftwerke, ja, 40, 50 Jahre alt, die müssen zunächst mal vom Netz. Dann wäre schon viel gewonnen. Und da müssen wir einen Plan machen, damit die Betroffenen vor Ort wissen, was auf sie zukommt. Jetzt ist es ja eigentlich immer so, dass man so suggeriert, ja, ja, beruhigt euch mal. Ja? Aber de facto wissen alle, man muss raus aus der Kohle. Und dann wäre es besser, ihnen das auch zu sagen. Kraft-Wärme-Kopplung ist ja eine gute Sache, was wir heute verabschieden. Der zuständige Minister übrigens ist Sigmar Gabriel. Warum werden diese 28 Kraftwerke, die mit Kohle betrieben werden, Kraft-Wärme-Kopplung machen, von Stadtwerken betrieben sind, weiter subventioniert? Warum kann man die nicht austauschen?
Ja, es geht darum, einen Übergang zu organisieren. Und die Stadtwerke spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Übergang. Und auch die Kraft-Wärme-Kopplung im Übrigen ist ein Punkt, wie man Wärme und Strom nutzt, beziehungsweise wie man hier Effizienzen hebt. Und deswegen ist dieses Programm ein sehr, sehr wichtiges. Die Frage ist, wie man es organisiert. Aber wir brauchen bis zum Übergang 2050, wo wir aus den Fossilen draußen sein wollen, Übergangstechnologien. Und da ist die Kraft-Wärme-Kopplung ein ganz wichtiger Bereich. Und Übergang, das ist das Stichwort, sagt auch die Umweltministerin Barbara Hendricks, auch von der SPD. Die sagt also, wir müssen jetzt da langsam wegkommen bis zum Jahr 2040 möglichst. Da gibt es gleich einen Aufschrei dann aus Nordrhein-Westfalen von Frau Kraft, auch eine SPD-Frau, die sagt, nein, um Gottes Willen, wir sollen nichts übers Knie brechen. Da sieht man ja, dass sich solche Meinungen auch mal überschneiden. Das ist doch die Frage, von welcher Sichtweise aus man es sieht. Ja, in der Tat, die Bundesumweltministerin hat den Vorschlag gemacht, zu sagen, jetzt wir steigen aus der Steinkohle in 20 bis 25. 20 Jahren. Das wäre 2035 bis 2040. Wir sagen als Grüne, eigentlich kann man sogar noch ehrgeiziger sein, aber wir wollen genau diese Aussage von der Bundesministerin, wollen wir heute mal zur Abstimmung stellen. Weil was nicht geht ist, dass die Bundesministerin alles Mögliche verkündet, das hört sich ja auch super gut an, jetzt wieder vor der Klimakonferenz und de facto sagen die eigenen Parteifreunde, de facto sagen die anderen Ministerkollegen da nichts dazu, deshalb wollen wir heute die Abstimmung darüber. Die namentliche Abstimmung hätten wir gerne, damit jeder sich eben auch bekennt zum Klimaschutz oder eben auch nicht. Aber es geht nicht, immer vorher was Schönes zu verkünden, zur Klimakonferenz zu fahren und danach das Gegenteil tun. Das ist das Recht der Opposition. Ein bisschen gemein, weil die Ministerin morgen erst hier ihre Regierungserklärung abgibt. Aber Herr Misch, mal ganz ehrlich, die Energieeinspargeschichte, 20% Primärenergie soll eingespart werden, also Kohle, Öl und Gas. Von 2008 bis 2014 haben wir nur 6,5% eingespart. Und ich habe gelesen, das lag auch temperaturbedingt, soll das ein Grund gewesen sein. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, weil die letzten beiden Jahre waren ja so warm wie noch keine vorher. Ja, es hat unterschiedliche Faktoren, sicherlich spielen da eine Rolle, aber Ihre Zahlen machen genau deutlich, wie wichtig es war, diesen Klimaschutzplan letztes Jahr aufzulegen und jetzt mit ehrgeizigen Zielen daran zu gehen, auch darüber zu streiten, ob die Ziele jährlich erreicht werden. In der Tat ist entscheidend 2020 eine Etappe. Da sind wir dann draußen aus der Atomkraft. Und dann geht es weiter, wie kriegen wir den Umstieg auf das erneuerbare Zeitalter raus aus den Fossilen hin. Und da gibt es viele Debatten. Da ist heute natürlich ein klassischer Oppositionsantrag der Grünen. Aber in der Tat wird es darum gehen, den Kohleausstieg in den nächsten Jahrzehnten so zu formulieren, dass er auch sozial adäquat erfolgt. Deswegen ist es legitim, wenn Hannelore Kraft oder Dietmar Woidke als Ministerpräsidenten sich äußern. Das ist dann auch Aufgabe von Politik, Strukturwandel zu gestalten. Aber es gibt keinen Weg dran vorbei. Wir werden einen Plan jetzt brauchen, um bis spätestens 2050 aus den fossilen Energien ausgestiegen zu sein. Und jetzt haben wir nur über Deutschland gesprochen. Wir sind ein reiches Land. Vielleicht können wir das schaffen. In Paris ringt man jetzt weltweit um eine Lösung. Ganz kurz, was ist der entscheidende Punkt für Paris? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist ein Prozess, dass wir einen Prozess in Gang setzen. Also wir dürfen nicht immer die große Lösung von diesen Klimakonferenzen erwarten. Ich glaube ja, dass die Lösung kommt eher durch die erneuerbaren Energien. Überall installieren, die müssen die Kohle verdrängen. Dann schaffen wir es auch, die 2 Grad einzuhalten. Und ganz kurz, es gibt 2500 Kohlekraftwerke, die weltweit geplant sind. Das ist doch der falsche Weg, oder? Das ist der völlig falsche Weg. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Parlamentarier zum Beispiel ab morgen da sind, um mit anderen Parlamentariern anderer Länder zu reden und für den deutschen Weg auch mitzuwerben, also auf Erneuerbare umzusteigen und raus aus der fossilen Energie. Frau Höhn, Herr Miersch, vielen Dank, dass Sie da waren.